So, nach einem siegreichen Sieg über die sieglosen Necrons wollen wir unsere siegreiche Siegesserie weiter aufsiegen. Und ich bin in Siegen geboren, ne? Ja, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir hier die Necrons platt gemacht. Das hat viel zu lange gedauert, aber Wayne. Nun habe ich mir gedacht, mach mal die nächste Basis dann irgendwie mal ein bisschen schneller. Hoffe ich jedenfalls. Normalerweise würde es ja auf der Hand liegen, dass wir jetzt hier die imperiale Armee fertig machen. Da diese Typen hier eh nicht großartig weiterkommen, habe ich mir gedacht, die sind so schön eingekesselt gerade und können eh nichts mehr machen. Also lassen wir die mal in Ruhe. Stattdessen denke ich mir, müssen wir hier diesen Konflikt entschärfen. Denn die Elder stehen bereits vor zwei Basen gerade und das gefällt mir absolut gar nicht. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier nicht langkommen. Auf jeden Fall stehen die vor der Space Marine Basis, deshalb möchte ich erstmal hier einreiten und den Konflikt hier ein bisschen eindämmen. Deshalb spielen wir diese Basis. Also wir erobern noch ein Necron-Gebiet, das ist die Westöde, Angriff. Verstärkung haben wir alle, da bekommen wir eine Geißel, das ist wunderbar. Sowas können wir immer gebrauchen, schwere Artillerie. Und dann geht's ja auch los. Das Chaos saugt uns auf. Wir stehen ziemlich Hört schlecht. ihr auch diese Stimmen? Wir stehen hier irgendwo in der Mitte, merke ich. Was immer ihr wünscht. Hört ihr auch diese Stimmen? Ja. Ich habe hier das Sagen. Das ist die Stimme des Elpeas. Und ich frage mich, aus welcher Richtung die Necrons kommen. Ich glaube, aus dieser hier. Also werden wir. Entschuldigt. Also werden wir höchstwahrscheinlich hier Ich deffen habe müssen. hier das Sagen. So, nehmt mal alles ein. Baut mir mal einen schnelleren Ketzer, bitte. Und baut mal ein bisschen hinter hier. Geschafft. Super. Mal ein bisschen Lack. Wir halten das Gebiet. Danke. Und bau mal bitte hier einen Horchposten. Leg dich nicht mit mir an, Wurm. Hört ihr auch diese So, die Stimmen? Auserwählten kommen alle nach vorne, um dort ein bisschen zu verteidigen. Aber hier machen wir auch nochmal Sklavenarbeit. Für die dunklen Götter. Warum? Weil wir es können. Und so ein Ketzer ist schnell gebaut, der kann uns ruhig sterben. Fick den Spasti. So, und schnell befestigen. Mein Leben ist verwirkt. Dann ersparen wir uns nämlich großartiges Sieglos, Rumgepimmel hier. Meister. Und zur Sicherheit baue ich hier nochmal einen Befestigten, falls die Natürlich, dann doch hier Meister. um die Ecke kommen wollen. Wenn dem passiert, dann haben wir schlechte Wir Karten. müssen vernichten. Segne uns, Meister. Nun wäre es aber auch mal an der Zeit, dass wir Plasmageneratoren bauen. Natürlich, Meister. Denn davon Für haben die dunkle wir Stadt. mal wieder so ziemlich nix. Nee, ich würde jetzt diesmal nicht den Kollegen hier, den. Ich habe den übrigens die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Der heißt nicht Ephilas, der heißt Eliphas. Ja, wir haben schon wieder keine Energie, deshalb ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir hier Segne uns, Meister. so ein paar Mistgeneratoren bauen. Vielen, vielen Dank, Meister. Bau mal ein bisschen hinne hier. Ich will, dass das Ding hier schnell steht. Mein Leben ist verwirkt. Vielen, vielen Dank, Die Meister. dunklen Götter wachen über uns. So, brauchen wir unbedingt jetzt noch einen? Wir haben drei dann. Ja, komm, einer geht noch. Wir bauen es für euch. So, produziert mir mal hier rasch Energie. Dann kann ich hier noch die Stellung befestigen und gleich hier noch eine bauen. Während wir einen neuen Trupp Chaos Space Marines bauen. Die verstärken wir noch nicht, weil wir im Moment nicht die genügend Anforderungspunkte dafür haben. So, der steht hier noch nicht. Der steht. Für die dunklen Götter. Wir dienen. Hier unten ist ein leichtes strategisches Ziel, was wir einnehmen können. Deshalb Es würde ist ich so, als sagen, ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien würden. wir können Meister, einen auserwählten Champion mal dahin ziehen. Greif mir an!
Dann kann der hier unten mal das Ganze einnehmen, um unsere Ressourcen zu erhöhen. Das ist hier alles nicht wichtig, aber ich mach's trotzdem. Halt wegen der Ressourcengewinnung. Energie, energiert hier schön. Sklavenarbeit bitte. Wir sollen ausnutzen, was wir können, ne? Dann brauche ich noch eine Rüstkammer. Dann können wir hier nämlich alle Positionen halten, sagen. Bringt mich zum Feind. Euer Befehl. Beziehungsweise bei den Truppen hier. Meister. Und wir können die hier quasi wieder abziehen. Die Chaosgötter sprechen zu mir. Und halt für andere Dinge missbrauchen. Der Eliphas, den ziehen wir halt für irgendwas anderes mal hinzu. Die Chaosgötter sprechen zu mir. Hier, der Raptoren-Champion könnte mal die Reliquie einnehmen. Das Gebiet gehört uns. So, Rüstkammer wird gebaut, hier ist alles befestigt, noch ein Chaos Space Marine Trupp. Da ist die Konstruktion auch fertig. Dann wollen wir hier schwere Waffen einrichten. Und mal hier jeweils zwei schwere Bolter hinzufügen. Segne uns, Meister. Was ist das denn? Ach, Stoppknopf. Den habe ich noch nie benutzt. Wir haben das Gebiet eingenommen. Super, Leute. Ich bin stolz auf euch. Für die dunklen Götter. Ich fühle, wie der Warp-Raum mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz. Ja, ja. Wir haben das Gebiet eingenommen. Gegner. Wir brauchen Gegner. Sein Gefasel ist wie... Ja, Meister. Die Stimme von 1000 Dingern da. So, wieder zwei schwere Bolter und nun warten wir. Oh. Ja, Meister. Dann fügen wir nochmal insgesamt vier schwere Bolter hinzu. Und wir warten. Wir warten jetzt ein wenig. Weil wir brauchen neue Anforderungspunkte. Ich fühle, wie der Warp-Raum mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz. Nur auf der Reliquie bauen wir hier noch einen Horchposten. Ja, wir werden schneller arbeiten. Ist halt die Reliquie, ne? Gegner, wir brauchen und Gegner. So, wo ist der andere? Da. Hört ihr auch diese Stimmen? So, mit unserer Einheit rücken wir hier langsam mal vor. Weicht. Da geht das schon los hier. Ballert sie kaputt, ihr Holzköpfe. Hauptsache, da ist noch ein Necron-Lord mit bei. Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los, Leute? Hier funktioniert ja gar nichts. Hier geht ja gerade alle drunter und drüber, wa? Und der Necronaut hat sich verzogen. So, ich verstärke mal die ganzen Truppen hier, weil... Weil ich gemerkt habe, dass das nicht gut ist und der Necron-Lord verwüstet hier unseren Ketzer. Das solltest du besser nicht machen. Ja, Die Chaosgötter sprechen zu mir. Ja, genau, hau auf den Dings da rum. Wir ziehen einen Trupp ab. Weil das lassen wir uns nicht gefallen. Vernunft ist was für Schwache. Hau mal drauf auf den Kollegen. Und haltet ihn davon ab. Oh mein Gott. Wir sind die Zerstörer. Nein, wir sind gleich die Verlierer. Was ist denn hier los? Warum haben die denn noch immer so unglaublich aggressives Vorgehen? Und ich muss aufpassen, dass die Warp-Spinne hier nicht hochkommt. Hier läuft mal wieder alles ein bisschen aus dem Ruder.
Was ist denn mit dem Necron-Lord los? Der kriegt ja nicht mal Schaden. Wir müssen vernichten. Wir müssen schnell vernichten. Was ballert ihr hier? Mein Leben ist verwirrt. Okay, also diese Necrons hier. Ich versuche, euren Willen zu erfüllen. Gegner, sind nicht gerade die nettesten. Gegner. Führt uns in die Schlacht, Meister. Wir stehen unter Beschuss. Ist das dein Ernst? Ich habe hier das Sagen. Chaos. Ach, Leute. Sind unterwegs. So komplizierte Kage. Bitte das Gebiet halten. Wir müssen vernichten. So, wir ziehen jetzt hier einfach ein paar schnelle Trupps zusammen. Zu Befehl. Was wollen Sie? Segne uns, Meister. Ach, der lebt noch. Das ist ja sehr schön. Dann. Ja, wir müssten dann das Ding aufrüsten. Ich versuche, euren Willen zu erfüllen. Dann rüsten wir das Ding quasi schnell mal hier auf. Brauchen wir mal ein Energieschwerter. Und dann müsste diese Armee eigentlich auch schon wieder reichen, um das HQ einzunehmen. Wer mich betrügt, stirbt. Haben wir noch eine andere Einheit? Oder nur drei? Ich war mir sicher, dass wir mehr hatten. Oder bin ich jetzt blöde? Sehe ich die nicht? 1, 2, 3. Ah, hier, die. Vernunft ist, was wir die Jungs schwören. Fehlen noch. Ich krieg das halt nie hin, die alle gemeinsam hineinzuziehen. Und dann gehen wir auch los. Das HQ soll nicht mehr sein. Oh, da kommen Pariahs. Das Chaos saugt uns aus. Also von den Necron-Leuten habe ich jetzt im Moment echt genug. Ich schätze mal, die werden hier hocken, aber ich mache einen Kontrollgang nach dort. Wir sind die Zerstörer. Hauptsache, die reißen uns dann nicht, während wir hier stecken, um die Ecke. Nee. Eine Gruftspinne muss weg. Warum kommen die durch? Was ist da los? Also ich merke, wir sollten hinne machen. Stoßen auf Widerstand! Wir werden ihnen das Fleisch von den Knochen reißen! Und warum macht der nichts? Gut, dann. Das Chaos saugt uns aus. Lassen wir die hier ganz schnell in Ruhe. Und hauen das HQ auf den Kopf. Dann sind wir die nämlich auch los. Das Chaos saugt uns aus. Aus, Karabius. Ja. Wir stehen unter Beschuss. Ja, dann hau drauf, wa? Zerschmettern. Vernichten, zerstören. Wir werden ihnen das Fleisch von den Knochen reißen. Jetzt kommen sie auch wieder von hinten, diese Schüfte. Und der Necronlord wütet unter unseren Einheiten. Was ist denn mit dem los? Der geht nicht kaputt. Wir brauchen auf jeden Fall gemischtere Einheiten. Also mit so einseitigen Trupps schaffen wir das auf keinen Fall.
die Chaosgötter sprechen. Dann müssen wir schon ein bisschen virtuoser sein. Einmal mehr in Schlacht werden wir auch diese Stimmen zerschmettern. Haut mal die Gruftspinne hier noch kaputt und dann könnt ihr das HQ übernehmen. Jetzt haut das HQ hier weg. Dann wäre ich schon glücklich. Es war ein temporärer Wahnsinn. So. Und der Rest auch noch. Das scheint es noch nicht so richtig gewesen zu sein. Ah doch, wunderbar. Das Ding haben wir nämlich geschafft. Es sind nämlich wieder 60 Minuten, ja klar. 16 Minuten um. Deshalb sagen wir auch erstmal wieder bis zum nächsten Mal. Tschaußen.